So, liebe Leute, wir helfen dem Helfer, genau. Und das Feld hier möglichst schnell fertig kriegen. Ich meine, das scheint mit dem ja ganz gut zu funktionieren. Das ist ein Weg, okay. Ich dachte gerade, da wären. Reichen also ein bisschen mal die Spuren ab, aber ich fahre außen rum, weil der hat ja eine ganz kuriose Arbeitsweise. Der ist ja ganz schön was runter an Stein. Ich glaube, die speise ich gleich erstmal alle an den Feldrand. Dann leihe ich mir vom Maschinenring den Radlader, um die schön in einen großen Anhänger und dann fahre ich die. Was ich Kalk zermal. Unheimlich. Das ist eine gute Sache. Gut, eben auch frei. Es klappt erstaunlich gut mit dem Helfer. Mal schauen, weit er jetzt fährt. Fährt heißt fährt, weil es fährt. Das ist er schon mal nicht. Wo ist er denn? Gerolf, wo ist er denn? Wenn da denn findet er Kasper auf dem Feld rum. Okay. Da ist er. Da ist er, ja. Kannst du mit einsteigen, dann kann ich weiterarbeiten. Ja, warte mal. Geht das? Nee, du, geht das? Oder schon so? Nee, du musst schon mal deinen Sitz runterklappen, vielleicht klappt's dann. Oder? Nee, der hat ja nicht mal einen Reservesitz, oder? Okay, dann. Ist doch Käse, so. Ja, du musst da einen Johnny kaufen, Bub und Kahn, Fend. Ach, was kann ich für dich tun? Ah, du, der Call hat mir gestern halt mal reit. Halt in der Kneipe. Du Kaffee aus meiner Thermosflasche nehmen. Jo, der Call hat mir verzählt, Kartoffelfabrik. Geigerberg Kartoffelfabrik, sagt er das was? Oh. Hat mein Opa war da hier Betriebsleiter. Ja, ja, weil der Call hat gemeint, die. Ja, Geigerberg hat einmal eine Kartoffelfabrik gehabt. Genau. Aber was nimmer, was mit der Fabrik war oder wo die ist oder wie auch immer. Und jetzt darf's mich halt interessieren, ob irgendeiner mehr was von dieser, ominösen. Also die hätte damals modernisiert werden sollen, da war aber auch nicht so das Geld für da, weil das ja nur hier so für den Umkreis war, ne? Und dann ging das ganze Zeug natürlich alles woanders hin. Hier, wie heißen sie da? Hier Funny und so weiter. Und hier Chips frisch. Und wer das alles eingekauft hat da. Die haben bessere Preise geboten. Ja, und da ist das zugemacht worden. Steht jetzt so seit, Opa ist schon 20 Jahren jetzt unter der Boah, 40 Jahre steht die bestimmt schon leer. 40 Jahre. Na, hoffentlich ist die nicht ganz zusammengefallen, ey. Ob da überhaupt noch irgendwas? Das ist ja noch, das steht ja noch auf dem anderen Blatt. Ja, nicht nur das, sondern auch wo der Standort ist, weil ich habe jetzt da ehrlich gesagt nichts gesehen. Ja, also man im Dorf, man kennt sie ja im Dorf aus, also ich wüsste nicht, wo im Dorf irgendwie eine Kartoffelfabrik steht. War so ein bisschen abseits und auch in der Zwischenzeit ist das alles zugewachsen. Ja, also, das ist mir schon klar, ne? Normalerweise. Wenn du jetzt, du guckst schon so in die richtige Richtung, hätte ich bald gesagt. Echt? Die muss hier irgendwo in diesem Waldstreifen da sein. Ich sehe nur Wald. Ja, du siehst nur eben drum. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Also irgendwo, aber eher mehr Richtung. Was ist denn das da? Richtung West? Nee, was ist denn das? Oben ist Süden, ne?
Ich vergesse das immer auf einer Landkarte. Du warte mal, oben ist Norden. Ja, wo ist Norden? Unten Da ist oder da? Westen, richtig? Ja, das behaupten Sie mal. Dann ist rechts Osten und links Süden. Also rechts von dir ist Osten. Ja, okay. Und dann ist links von dir Süden. Okay. Müsste das so, wenn wir jetzt mal gucken, das Problem, wo hier Osten, Norden und ist. Ich würde mal so sagen, wenn man unten auf die Dings guckt, so 200, 241,5 Grad Richtung. Oder mal 241,5 Grad. Ja. Ja, so in diese Richtung. Boah. Also, komm mal hier, pass auf. Hast du ein Auto, was ich Boah. mit zwei Leuten reinsetzen kann? Nein, ich glaube nicht. Fahr mal eben den Traktor an der Seite. Und dann können wir mal. Warte mal, ich mach das hier mal eben. Und dann können wir mal suchen gehen. Sekunde. Ja, wenn man halt mit zwei Autos irgendwie oder mit zwei Trägern irgendwie. Oder was meinst Können wir auch. du? Weil man im Wald und so, ich weiß ja nicht. Also im Waldlauf, da kommst du mit dem Traktor nicht durch. Komme ich nicht durch. Okay. Da müssen wir mal gucken. Nee, Aber pass auf. irgendwo müssen wir uns ja treffen, dass wir anfangen können zum Wo Suchen. stehst du denn? Dann lass uns am Kreisverkehr treffen. Naja, ich stehe jetzt quasi da am Feldrand von dir. Ja, dann lass uns am Da. Kreisverkehr treffen. Warte mal, am Kreisel vom Händler oder was? Ja. Jo, alles klar. Alles klar, so Bis machen wir's. gleich. Bis gleich. So, mal gucken, wo die olle Kartoffelfabrik ist. Ach, da unten ist er ja. Da ist er ja. Nur die Frage, irgendwo hier. Aber wo? Drüben sind die Schweineställe. Es war irgendwo dahinter, ja. Das Ding jetzt suchen, ey, mal ganz ehrlich. Wir haben doch Funk im Ja, Traktor. stimmt. Ich bin schon gerade am Überlegen. Ich weiß, dass da auch ein Weg hoch ging. Fahr mir mal nach. Ich bin jetzt gerade an einem schönen Kartoffelfeld von dir vorbeigefahren. Was machst denn du mit deinen Kartoffeln? Essen. Schön Kartoffeln mit Speck und Bohnen. Ah, 235 Tonnen Kartoffeln mit Speck und Bohnen, will ich sehen. Ja, hier muss irgendwo gleich mal eine Straße nach links reingehen. Die sollten wir mal fahren. Ich glaube, das war nur so ein Feldweg oder so. Boah, dass jetzt alle so genau wüsste, wo das gewesen ist. Ja, also links von uns ist der Feldweg, aber wie man da hinkommt. Den meine ich nicht. Boah. Den meine ich nicht. Da geht irgendwie, da muss auf der anderen Seite von diesem Hügel muss ein Acker sein. Da muss irgendwo, aber ich meine, gut, wir können ja mit unserem, und da müssen wir irgendwie hin, glaube ich. Ja, aber dann hätten wir doch eigentlich beim Kreisel anders da fahren müssen, oder nicht, wenn du auf dem Acker willst. Warte mal. Hier, landwirtschaftlicher Verkehr frei. Ich fahre einfach mal hier rein. So, jetzt sag, aber glaub mir jetzt nicht, dass ich das schon gefunden habe oder so, ne? Hast du Ich weiß. gefunden? Na. Nee, ich weiß selbst nicht mehr, wo das gewesen ist. Ja, das denke ich mir.
Oh, aber das schaut auch nach Kartoffeln aus. Lange, lange her. Ja, ist eine sehr kartoffelreiche Region, hätte ich jetzt mal behauptet. Wenn ich mehr Geld hätte, würde ich mir den Acker hier auch vielleicht pachte ich den. Mach den leer. Kann man das schön kaufen. So, ich müssen mal. Lass mir meine Kartoffeln. Wir müssen jetzt mal auf was achten. Und zwar links ging mal ein Weg rein. Lang ist es her. Eventuell erkennt man noch Reste davon oder so. Wenn du irgendwas Auffälliges siehst, dass da irgendwie, keine Ahnung, vielleicht hellere Stellen oder vielleicht noch ein Rest von Schotter. Das war so ein Schotterweg, war das. Bin ich bei die Pfadfinder oder was? Ja. Natürlich. Fahre ich überhaupt über die Wiese? Ja, man musste immer irgendwie außen drum, weißt du? Ja, irgendwie außenrum ist gut, das stimmt. Ja, überleg mal, hör mal, ich bin ja auch nur schon, ne? Ja, ein paar Jährchen älter als ich, ne? Ich Aber bin ja noch auch nur schon minimal. fast 60, ne? Und Ja. das ist ja, hör mal, da war ich 20, da war ich ein junger Bursche, hör mal. Da haben mich Kartoffeln doch nicht interessiert. Ja, stimmt. Da haben dich ganz andere Kartoffeln interessiert, ne? Ja, da war ich eher mit Melonen oder so. Ja, meine ich ja, andere Kartoffeln. Heiligsblende, da steht sogar das Grundwasser auf dem Feld. Wir umkreisen diesen Hügel einfach mal. Irgendwas werden wir finden. Mal so Ausschau mal nach links halten. Wenn das irgendwie aussieht, als hätte da mal ein Weg reingehen können oder so. Ja, das schaut verdammt oft aus, als hätte er da mal einen Weg reingehen können. Nee, aber ja, da kommt Wiese, dann kommt Waldboden und dann war's das. Ja, schon richtig. Aber spannend ist das trotzdem, das mal wieder zu suchen, wa? Wir schworen ja Böses, wir waren es ja wirklich. Böse. Wieso? Was? Ja, wenn der Wald jetzt da schon so dicht steht, ist es doch alles wahrscheinlich zugewuchert bis Ultimo, oder? Meine, wenn wir den Weg nicht finden, müssen wir einfach mal so querfeldein. Ja, und dann stehen wir mitten im Wald und keiner kennt sie mehr aus. Wahnsinn. Ich habe Steine gesammelt. Wir könnten die auslesen, wie Hänsel und Gretel. Ah, ja. Mensch, das wäre doch eine prima Idee. Oh, aber hier jetzt. Ich glaube. Boah, nee, ich weiß nicht. Ich fahr mal einfach hier über die Wiese. Naja, also hier ist eigentlich nur ganz Licht, ne? Da kommst du ja schön durch. Feld Weil was? 106. Was ja nicht, also. Das muss irgendwo hier sein, aber weiß nicht. Ach nee, ich dachte, hier wäre was gewesen, aber liegt auch nur Totholz. Ja, totes Holz liegt viel rum, das stimmt. Hier geht's auch nicht mehr weiter. Weiß ich auch nicht. Eieieiei. Ich glaube, wir sind gleich einmal rum, oder? Ich fürchte fast, wa? Uiuiui. Eieiei. Was? Eieiei, sei. Da geht's ganz schön abschüssig runter. War eine Straße und auch so ein oller Feldweg in der Nähe. Das eben war eigentlich schon viel zu gut ausgebaut, weißt du? Ja, das sind ja auch aktuelle Felder. Ich meine, wir suchen einen 40 Jahre alten Weg. Was wird denn von dem Weg noch übrig sein? Wen kann er mehr den benutzen? Da wird das alles zugnadelt sein und laubmäßig zu und Oh, was da nicht. stand. Okay, siehst du, hier stand schon eine Tanne im Weg. Ich meine, hier, gut, wir bügeln jetzt mit unseren Traktoren hier über die Wiese, aber das. Gut, die können das ja auch, aber. Ja, die sind ja dafür gemacht, ne? Mit dem Fahrrad wärst du aufgeschmissen. Ja, Mann, mit dem Fuli geht's schon.
Oder war das der Aber. Hügel? Oder war das da hinten irgendwo? Ich weiß nicht. Also, da ist die große Boah. Straße. Mann, Mann, Mann. Aber der dürfte ja eigentlich von der Hauptstraße gar nicht so weit abschüssig gelegen haben, oder? Ich meine, du musst ja anliefern auch. Ja, man Oh, musste irgendwie. Moment. Moment einmal. Man von der Kreiselseite aus kam. Es hat doch jetzt doch verdächtig nach. Na, oder? Na. Relativ lichte Stelle, aber nix. Nix was. Nee, das Nix müsste nix war. was. Okay. Also Nixen. da vorne ist eine große Straße. Weitere, ja. Da geht irgendwie muss da so ein oller Feldweg auch reingehen. Warte mal, hier ist ja wieder eine normale Straße. Das ist ja voll doof. Also ich habe nichts von einem Feldweg gesehen. Ich glaube, vor allem weiß ich nämlich nicht mal mehr wo. Kann auch auf der anderen Seite gewesen sein. Aber irgendwo hier in der Gegend. Ja, da muss doch ein Grundbucheintrag irgendwie existent sein, oder? Ja, ich weiß es. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Mann, ey, du siehst hier halt 0, nada gar nichts von einem Weg. Hey. Außer dass die Pilze wachsen wie die Teufel. Wie verrückt, wenn man es jetzt noch essen könnte, wäre das eine Sache, aber. Ah. Komm mal mit, wir laufen einfach mal eine Runde. Komm mal aus, Ja. das Ding. Irgendwo. Baummarkierungsspray dabei, dass wir uns irgendwie Ich wollte gerade Bäume sagen, hier markieren ist oder. was, aber das ist nur ein Findling hier. Das ist natürlich nicht schnell. Mann, das ist ja. Boah. Ist alles zugewachsen, ist, ne, das ist. Also wer hier eine Firma gebaut hat, in diese hügelige Gegend, ne, mein allerlieb, also mein allergrößten Respekt, dem Bauherrn. Das ist ja. Ja, ich denke mal, dass das, ja, früher war das ja nicht so bewaldet wie jetzt. Ich wollte gerade sagen, ich habe ein Stück vom Weg gefunden, aber. Ja, ich habe ein Stück Holz gefunden. Ja, Holz liegt hier genug. Irgendwie sowas, wo, keine Ahnung, so ein paar hellere Stellen. Was rennst du eigentlich so? Meinst du, schnell findest du das dann besser? Nee. Aber erfrieren tun wir garantiert nicht bei dem ganzen Holz. Nee, macht man sehr schönes Lagerfeuer. Ajo. Kann man schön was machen. Auf jeden Fall. Ich meine, hier ist ja schon, guck mal, hier ist schon wieder etwas lichter, ne? Ja, du hast immer wieder mal so lichte Stellen. Das habe ich jetzt schon gesehen, wenn es drum gefahren bist. Nee, aber. Ja, und immer wenn ich irgendwo was Helles sehe, denke ich, ich habe Kies gefunden oder so. Ja, aber wenigstens kann ich dich ja so nicht verlieren. Naja, also wenn das hier Licht ist, dann weiß ich wenigstens, wo es drum rennt. Ja. Echt spannend. Vor allem denkst du, überall diesen Weg zu sehen und. Ja, Pustekuchen, das ist alles, ja. Da, alles Blätter, ne? Alles voll mit Blätter und noch mehr Blätter. Keine Ahnung, ey. Oh. Das ist jetzt schon ganz schön tief im Wald, wa? Ja, irgendwie schon, ne? Also. Nein. Nichts, was mal irgendwie an der Straße. Hier, Wurzel Pilze. Nee, ich hab selber PC, danke. Mehr als genug. Ich habe letztens eine interessante Partnerschaftsanzeige in der Zeitung gelesen. Da war Nächster eine Klammer Frau, bist. ja, da war eine Nee, Frau, Winzig. die schrieb dann, sie wäre siebenfache Witwe.
Und ihre Hobbys wären Pilze sammeln und kochen. Ah, ja. Lass mal hier lang, irgendwie. Wo ist denn hier lang? Da lang oder da lang oder da lang? Hinter mir her, aber wenn du irgendwas Wegähnliches siehst, außer hier diese Hexenkreise. Ja, das sagst du die ganze Zeit, aber außer Hanfpflanzen, die hier aus dem Brunnen sprießen, sehe ich nichts. Halt, es ist immer nur Minze. Okay. Nein. Weil wer baut hier, ja, aber gut, früher war das nicht so bewaldet, da ging das alles noch. Das ist ja erst, überleg mal, wenn so ein Baum 40 Jahre wächst, mal hier rumlaufen. Keine Ahnung. Auch nur Holz. Ja. Voll. Oh, da, hier, guck mal, zwischen den Bäumen, siehst du das? Komm mal hier rüber. What? Da steht irgendwas. Oh. Ich hab was gefunden. Oh, hier ist relativ eben. Wo ist er denn? Wo bist denn du? Wo ist er denn? Ah, da, ja. Da. Guck mal, da, durch den Wald da. Da. Oh, Backsteine. Da könnte was sein. Ich erkenne Backsteine. Oh, aber ja, ich erkenne den Weg. Ja, den Strom ist noch da, hörst du es? Also die Lüftung läuft. Parking. Also die läuft, weil der Winter. Park, die läuft, weil der Winter durchpfeift. Was ist einmal ein Americana hier? Parking Area, Main Car Park. Ja, kann sein, dass das ein. Aber, also, backsteintechnisch. Ordentlich gebaut, ne? Also irgendwie sieht das gar nicht so vergammelt aus. Na, also für 40 Jahre hat sie die Bausubstanz eigentlich sehr gut gehalten. Guck mal, wo die Bäume überall wachsen. Die. Ja, wunderbar. Fichten, Moped und Attacke, oder wie? Mal, Kozlowski ist was? Ach ja, Kozlowski. Ja, das ist, genau, Kozkowski. Ja, mein Opa. Der hieß Kozkowski. Aha. Okay. Ja, sogar in der Firma drinnen wächst der Baum. Auf dem Dach wächst der. Oder auf dem Dach, ja, Ibrecht. Wie willst du denn den wegholzen? Oh, nicht, ich habe keine Ahnung. Oh, was? Ja, also wenn der Baum schon auf der Garage oder auf dem Dach wächst. Es ist ja. Ach, guck mal einer. Oh. Das ist das, was wir gesucht haben. Ach, gehen wir gleich mal zurück und gucken, wo wir rauskommen. Und dann müssen wir da uns da irgendwas hinmachen, dass wir das wieder finden. Das war dann quasi die Zufahrtsweg, oder was? Ja, das war mal der Zufahrtsweg. Okay. Ja, da muss ich auf die Stadt mal. Brauchst du eine neue Matratze? Eine Kaufgenehmigung. Oh ja, Matratze. Nein, oder? Ei. Aber Paletten haben es da gelassen. Da ist schon her. Paletten haben es da gelassen. Die sehen verdammt neu aus. Also irgendwas geht hier ab. Ja, teilweise uralt, Asbach uralt und teilweise irgendwie nagelneu, ne? Ja, der Wind pfeift da ganz schön durch, du. Also hier auch, ehemaliges Gelände, hier wachsen auch überall Bäume. Naja, gut, dass der Wind überall durchpfeift. Man muss schon einiges entholzen halt, ne? Ja, also man muss das Ganze freischneiden. Hey, dann muss ein Bausachverständiger kommen und die Gebäudesubstanz begutachten. Dann muss ich schauen, dass er irgendwie jemanden auftreiben kann, der mir das Ding verkauft, dass das offiziell in meinen Besitz übergeht. Oh, das ist sportlich behauptet. Das kann er ja, Bausubstanz kann er ja prüfen, das geht ja schon. Ob er jetzt freigeschnitten ist oder nicht, ne? Ja, schon, aber du musst ja irgendwie, musst ja sagen können, du musst da rein fahren und dann abel den ganzen Weg dahinter und so weiter und so fort. Wollen wir mal gucken, wo der Weg hergeht? Ja, ich laufe jetzt da den Weg hin. Dann schauen wir mal, wo wir rauskommen.
Also hier? Never ever, dass wir das gefunden hätten. Schau mal her. Da ist nur Kies oder was auch immer. Oder Matschepfütze und jede Menge. Ja. Aber es ist zumindest etwas heller als der Rest. Waldboden, komischerweise. Ja, Waldboden und Waldboden, ne? Hier rum und dadurch und hier rum. Gucken, wo wir rauskommen. Ich bin gespannt. Jedenfalls nicht bei unserem Träger. Ja, so viel steht schon mal fest. Boah. Ganz schön breit teilweise. Ja, guck, hier ist wieder ein bisschen mehr Kies. Ja, aber es schaut halt so aus, als ob das irgendwie schon immer da war, ne? Oha, hier sind richtig Felsen. Felsen. Ja. Aber hier geht's weiter. Okay. Ah. Kommt denn das wieder raus, sag mal? Das wird interessant. Und hier ganz schön schräg. Ja, gut. Wenn es ein wenig schräg ist, macht. Nee, macht schon was, weil nicht, dass ich mir dann den Auflieger umschmeiße und die ganzen Kartoffeln darunter pullern. Habe ich natürlich auch keine Lust dazu, ne? Frag mich sowieso, warum ausgerechnet an dieser Stelle mehr Gras wächst als anderswo. Ja, wahrscheinlich, weil mehr Sonne hinkommt oder so in der Art. Alter, wie weit ist denn das noch? Das ist kein Wunder, dass wir das nicht gefunden haben. Ja, hier ist wieder Lichte. Nee, also, weil es jetzt so Lichte ist. Ja, guck, und hier siehst du nämlich gar nichts mehr von der Straße. Ja, gar nichts mehr, ne? Kannst du das jetzt raus? Oder? Kannst du das jetzt raussuchen, oder mal? Hier, da. Ja, hier geht's mal weiter. Boah, hier. Ja. Muss ich jetzt nochmal. Ja, genau. Mann. Warum auch immer abartig. Die da so einen Schlenker gemacht hat. Ja, das besteht so nicht. Hier runter, okay. Okay, hier kann man es wieder ganz gut erkennen. Wir sind ja Kilometer weit von unserem Träger weg. Ah, guck mal hier. Ja, oh boy. Okay. Hier ist es komplett zugewachsen. Boy. Hier ist gar nichts mehr von dem Weg. Ja, da siehst du null. Nada. Gar nichts. Deswegen haben wir den auch nicht gefunden. Aber wenn ich jetzt so ein halbwegs Orientierung hätte, ne, hätte ich fast behauptet, dass da hinten mein Hof liegt. Aber. Was ist denn überhaupt hier unser Traktor im Moment? Lass mal auf der Karte, auf das GPS. Oh, wir sind hier. Nicht dein Ernst. Auf der anderen Träger. Seite. Wo? Seite. Auf der anderen Seite. Ach du Scheiße. Ja. Ja. Also, wie gesagt, mein Hof liegt in diese Richtung. Der Träger steht irgendwo, ja, keine Ahnung, dahin. Ganz ehrlich, ich sehe auf der Karte nicht mal die Stelle. Ist das GPS nicht an oder was? Wo stehen die Maschinen denn? Diese Richtung, die ich zeige, einfach dem Strommasten folgend. Ach, siehst du es? Wir hätten einfach bloß dem Strommasten folgen brauchen. Dem hier? Ja. Macht Sinn, ne? Weil Strom haben die auch. Also das heißt, unser Traktor steht jetzt auf der anderen Seite, wenn wir hier laufen, oder wie? Ja, wenn wir. Du musst noch ein bisschen weiter nach. Links. Ja. Ganzes Stück weiter nach links und dann also einfach. Auf der Karte sehe ich nicht mal unsere. Deswegen. Ah, okay. So. Also, ich würde fast sagen. Ja. Ach, da hinten, um Gottes Willen. Ja. Herr Machelski. Tut das nicht. Ja. Nee, ich rufe jemanden an und dann lassen wir uns abholen, hätte ich fast gesagt. Kannst du mal ein Taxi bestellen oder so? Ja, lass mal. Also wir können uns merken, zwischen Feld 109 und 110, und zwar zwischen der 98 und der 99, genau dort, wo sie treffen. An der Spitze.
Ja, so in der Mitte, wo die 110 den dicken Bauch hat. Ja, genau. Da einfach quer durch quasi. Das würde vielleicht funktionieren. 105, okay. Ja, okay. Wir haben die Fabrik gefunden. War sehr spannend tatsächlich. Ja, das wird sehr interessant, wie ich dann die Wegplanung mache. Weil Ja, kein blasses probier Schimmer. mal. Aber wie gesagt, ich mache jetzt noch ein Telefonat und dann lasse ich mich mit dem Taxi abholen. Aber das machen wir Ja. dann quasi im Blackscreen-Modus. Genau, und richtig. Das kriegt ihr nicht mit. Und einmal OOC. Ich habe das Ding da zwar reingepflastert, aber ich wusste selbst nicht mehr, wo die ist. Ja. Als ich auch dann auf die Karte mal geschaut habe, da habe ich so einen halbwegs einen Anhaltspunkt gehabt. Aber ich hatte selber keinen Blass. Ich weiß, dass ich einen Weg gelegt hatte, aber ich weiß nicht mehr, wie weit. Den ersten Ansatz hast du ja gar nicht gesehen. Nee, nee. Also Deswegen. von hier unten kannst du da oben ganz leicht erkennen, dass der Farbunterschied ist. Aber wie gesagt, wenn du mit dem Trecker da vorbeiholst, dann macht das Keine einmal Chance. wutsch und weg ist es. Nee, also. Ja. Keine Scheiße. Ich meine, wir sind ja hier lang gefahren. Ja, aber liebe Leute, ne, schaut's beim Berliner rein, lasst beim Berliner ein Like, ein Kommi oder ein Abo da. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Genau. Samstag 17 Uhr bei einer neuen Folge der Geigenberg. Richtig. Ja, und bis dahin würde ich jetzt einfach mal sagen, tschüss und ciao. Ciao, ciao.